Ich bin Sebel und wie versprochen geht es heute um Teil 2 meiner nicht exklusiven Castle-Serie. Das letzte Mal ging es um ein Burgtor, das ihr aus dem Lego Harry Potter Set 76398 bauen könnt. Dieses ergänzen wir heute um ein paar weitere Figuren sowie einen Wyvern. Im Vergleich zu klassischen Ritter-Minifiguren kann man Marvel-Figuren zu einem akzeptablen Preis kaufen. So zum Beispiel im Set 76207, das dieses Jahr erschienen ist. Neben den Figuren ist auch ein Schattenmonster dabei, welches ich natürlich umgebaut habe. Und zwar in diesen sympathischen Wyvern und eine mit Ranken bewachsene alte Statue. Tun wir die beiden Figuren doch erstmal zur Seite. Zu der Statue mit Steintafel davor ist schnell alles gesagt. Hier habe ich ein paar übrige Teile sowie die Mumie recycelt. Wenn man den Kopf der Mumie herumdreht, kommt, wie ich finde, eine gute Steinoptik heraus. Dem Ganzen kommt zugute, dass die Rückseite des Kopfes relativ neutral bedruckt ist. Natürlich kann man die Statue auch einfach zum Leben erwecken, indem man den Kopf herumdreht. Beim Wyvern habe ich mich von Set 31120 der mittelalterlichen Burg inspirieren lassen. Der dort enthaltene Wyvern ist sehr ähnlich aufgebaut. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Der Wyvern hat einen beweglichen Kopf mit einem Maul, das sich öffnen und schließen lässt, bedruckten Augen und Hörner. Mir gefällt besonders, dass die mitgelieferten Augen eine gewisse Naivität ausstrahlen. Durch den beweglichen Hals lassen sich eine Vielzahl an Posen einstellen. Wie es sich für einen Wyvern gehört, hat dieser natürlich auch Flügel. Diese sind etwas klein geraten, vielleicht handelt es sich um ein Jungtier. Der Schwanz besteht aus 3 Gelenken und kann zum Balancieren des Wyverns genutzt werden. Die Beine sind mittels Kugelgelenken befestigt und die Knöchel sind auch wieder frei beweglich. Wer beim Posieren etwas kreativ ist, hat hier sehr viel Freude. Wenn ihr das Modell hier nachbauen wollt, findet ihr die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für eine kleine Gebühr auf replicable.com. Zuletzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das Ganze mit dem Burgtor aus dem letzten Video kombinieren könnt. Wer beide Sets hat, kann die Minifiguren etwas optimieren. Zum Beispiel passt das Gewand sehr gut zur Statue, woraufhin die Ritterin die beweglichen Beine haben kann. Mit den Ersatzteilen aus dem Harry Potter Set kann man die Axt verbessern und eine Fackel hinzufügen. Um dieser Figur den Wikinger-Look zu nehmen, kann man ihr einfach andere Haare geben. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob diese Serie fortgesetzt werden sollte. Das war's auch schon wieder von mir. Habt eine gute Zeit. Bis dann.